So, weiter geht's bei Let's Play. Ritt 2. Ja, Leute, das Intel Rennserie. Schleichwerbung. Ja, ich nehme wieder den Chevrolet, glaube ich, war's. Ja, nehme ich einfach. Hat mir gut gefallen. So. Intel. Halt heute die Augen nach diesem Fahrer offen. Harrison Carter. Los geht's. Wir starten wieder von so ewig weit hinten. Ich habe das Gefühl, dass uns heute ein enges Rennen erwartet. Versuche einen optimalen Start zu erwischen. Ja, ich fahre lieber aus dieser Perspektive. Ist bei diesem Auto, glaube ich, einfach cooler. Start war jetzt alles andere als gut, aber auch nicht wirklich schlecht, also geht noch. Du hast ihn fast. Los, übernimm seine Position. Naja, das war nicht wirklich optimal. Vielleicht kann ich jetzt reinstechen. Jetzt kann ich reinstechen. Ja, jetzt überhole ich ein paar. Schon Sechster. Ja, das war abkürzen, keine Frage. Da muss man auch wirklich aufpassen. Ich habe mehr Speed, ich habe definitiv mehr Speed. Bin jetzt schon Fünfter. Okay, der nächste sollte auch kein Problem sein. Ist Pinoza. Könnt ihr jetzt eigentlich noch in der Geraden vorbeikommen? Nee. Alle Hütchen mal umfahren. Netz Wilson, Felix Wilson. Du hast eine echte Chance. Ja, hey, hast du das bezweifelt? Und dann wäre Carter noch dran. Aber der ist schon ganz schön ein Stückchen weg. Ja, ich muss mehr driften, das hilft nichts. Ich bin einfach mit dem Driften viel schneller. Vielleicht komme ich jetzt ran an Wilson. Nee. Das ist Platz 3. Boah. Silver ist der Nächste. Könnte ich ja auch noch kriegen. Okay, jetzt sind schon 5 Sekunden. Aber an Harrison Carter wird es brutal schwer ranzukommen. Wenn du gewinnen willst, bleibt dir nur noch diese Runde. Ich weiß. So, jetzt bin ich ja wieder näher dran. Jetzt könnte ich vielleicht dann auf der langen Geraden überholen. Aber viel mehr Überholmöglichkeiten gibt es auch dann gar nicht mehr. Nee, komm aber nicht dran.
Vielleicht doch. Nee. Machen wir mal schnell eine Rückblende. Komm, gib Stoff. Gib Stoff, wir könnten es noch schaffen. Ja. Ja, da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr ran. Da kommen wir nicht mehr ran. Nee. Aber zweiter Platz ist ja auch gut. Gute Leistung. Mit dieser sauberen Runde hast du ein Ziel abgehakt. Gut. Passt doch. Okay, das erste Auto ist im Ziel. Klasse Leistung, Junge. Ein Ziel abgehakt und eine starke... Reicht uns doch eigentlich. Denke ich mal. Wir müssen ja nicht immer erst werden. Ford Mustang Mach 1, das meistverwendetste Auto bei uns. 124 Meter immer noch der längste Drift. Ja, jetzt die Infield-Strecke. Das ist quasi unsere Teststrecke, glaube ich. Schauen wir mal, dass wir möglichst vielen Autos schnell vorbeikommen. Da ist ein Karte schon wieder auf Platz 1, das gibt's nicht. Boah! Schon auf Platz 5. Und jetzt auf Platz 4. Vierter Platz. Das könnte heute mehr als Platz 2 werden, wenn er mal losfahren würde. So. Jetzt haben wir noch zwei Runden Harrison Carter zu schnappen. Und das dürfte gar nicht mehr so schwer sein. Harrison Carter, wo bist du? Gleich bist du hinter uns. Noch zwei Runden. So. Gleich haben wir dich, Freundchen. Spätestens bei der nächsten Kurve. Was sage ich? Was sage ich? Bin ich nicht gut? So. Ist mir total egal. Boah, jetzt wird's schwer. Aber jetzt eh nur noch eine Runde, deswegen passt das. Eine Runde noch. Intel. Ja, schön Werbung gemacht. So, jetzt letzte Runde. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentriere dich und behaupte die Führung. Wieso die da alle so früh bremsen? Ich versteh's nicht. Kann man doch so schön reindriften. Ich versteh's nicht.
So, jetzt haben wir sie gleich geschafft. Oder auch nicht. Naja, doch. Jetzt dürfte man keine Fehler mehr machen. Habe sogar kein Hütchen mitgenommen. So, jetzt schauen wir uns nochmal das Auto von außen an. Ich finde, das ist geil, das Auto. Ist einfach nur geil. Ja. Erster. Geht doch. Starkes Rennen, Patrick. Du hast alles gegeben und wir sind Erster. Das lässt sich doch sehen. Endplatzierung. Eins, aber ganz klar punktgleich mit Harrison Carter. Kann sich doch sehen lassen. Fans, schaffen wir jetzt die 64. Hoho! Was? 81.500. Respekt. Okay, dann sage ich haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Killer Patty.